Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurter, meinem Herzen, von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe aus dem Hause Moldking. Die 12.003 bestehend aus gut 1500 Teilen für 120 Euro Liste. Dampflok. Richtig. Und das ist die QJ Steam Locomotive aus der World Railway Serie. Ist das nicht großartig? Ganz genau so ist es. Plus 8. Ja, meinetwegen, aber... Es ist nicht so ganz nur für Erwachsene, wie die Sachen, die Bluebricks zum Beispiel macht, aber so richtig zum flüssigen Bespielen. Da kommen wir gleich noch zu, das gucken wir uns auch mal an. Ich freue mich darüber, ich bin ja so in den letzten Zügen der Vorbereitung meiner zweiten Lokparty. Yay! Und da muss natürlich auch noch mal eine modernere Lok rein, also etwas, was von Moldking neu gemacht worden ist und nicht nur was ich habe von Bluebrick Specials, die ganz alten, ganz klassischen Loks. Das ist ja so eine aus den 80er, 90er noch. Und... ein chinesisches Modell, das ist eine Dampflok und die wollte ich euch mal zeigen in aller Ruhe. Ihr seht die wunderbare App-Steuerung, um die Lok zu bewegen, aber ihr seht hier ja auch schon, dass eine Fernbedienung selbstverständlich beigelegt wird. Das ist ja Industriestandard, bis auf Lego. Und wir schauen mal, was die Box so kann. 120 Euro, wie gesagt, 1550 Teile. In der Preiskategorie haben wir ansonsten bei Lego irgendwie so 700 nicht mal Teile. Und eine sehr simple Konstruktion oder für das halbe Geld gibt es zum Beispiel die Big Boy von Bluebricks auch, die aber natürlich qualitativ an die hier nicht reinkommt, von den Teilen her. Na, es geht nicht. Die Big Boy, ich fand sie cool, wir haben sie im Video uns angeschaut, aber das ist natürlich noch was anderes. Ja, wenn die nochmal eine motorisierte Big Boy hinterher schieben würden, dann wäre natürlich was los. Gut, gucken wir es uns mal an. Das ist die Box. Hervorragend, die Abenteuer der Rückseite. Nichts, weil man sich fürchten müsste. Hier auch nochmal die Fernbedienung, daneben natürlich die App, ihr könnt auch hier QR-Codes scannen natürlich. Hier ist nochmal, sold separately for more fun. Mhm. Hier oben sind nochmal ein paar sehr, sehr aufschlussreiche Bilderchen. Ja, sold separately for more fun, das finde ich ein bisschen unglücklich formuliert. Ich finde es A gut, dass es natürlich etwas gibt, was man auch als Add-on besorgen kann, das finde ich schon mal sehr schön. Aber for more fun, das ist so wie bei Lego mit der chinesischen Mauer. Kaufst du mehr, hast du mehr Spaß. Ja, ich meine, ja, ach, Potzblitz hier. Naja, wir haben, habe ich auf den Boden geworfen, ich bin der Letzte. Natürlich eine Anleitung dabei. Wir haben die Bauschritte, wie ihr das von Moldking kennt, die durchnummerierten großen Ziploc-Tüten und da drin sind dann die verschiedenen Tüten mit den Teilen mit, für den Bauschritt. Die Anleitung wirft überhaupt gar keine Rätsel auf. Das kennt ihr natürlich. Ist vielleicht nicht ganz so Einsteiger für Dummies wie das, was Lego macht, aber es ist absolut verständlich, um das es geht. Es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten. Auch alle Teile, die so ein Flat Silver sind, haben dann hier so einen Glanz, seht ihr den? So einen weißen Glanzpunkt dran, dass ihr wisst, das glitzert. Das ist nicht einfach nur dunkelgrau, sondern das ist das Flat Silver. Kritikpunkt von meiner Seite, was die Anleitung angeht, kommt, Moment, wo sieht man es am besten? Hier. Ihr seht hier die beiden Motoren. Das ist so Größe L-Motor bei Lego. Zwei Motoren, in der Mitte ist ein Getriebe. Hier ist die Batteriebox. Es ist natürlich eine per USB aufladbare Akkubox. Auch wieder Industriestandard, außer Lego. Und seht ihr die vielen Kabel vom Licht? Licht ist natürlich auch dabei, brauche ich nicht erwähnen. Licht, die beiden Motoren. Ihr seht die ganzen Kabel? Nein, ich auch nicht. Die werden nicht gezeigt in der Anleitung. Das heißt, das Kabelmanagement denkt ihr euch selbst aus. Das ist tricky. An ein, zwei Stellen. Gleich vorweg, Riesentrick vom Profi. Blättert halt einfach mal so dreiviertel nach vorne in der Anleitung, also nach hinten. Weiter blättern und dann seht ihr ja, wie der Kessel konstruiert wird. Und dann seht ihr, wo Platz ist für eure Kabel. Oder glaubt dem Onkel, wenn er euch sagt, legt sie oben lang. Oben lang. Direkt am Motor hoch und dann oben lang. Aufs Licht. Oben lang. Auch wenn da irgendwie seitlich Lücken sind und ihr denkt, oh... Oben lang. Richtig. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Und am Ende habt ihr hier eine dankbare Lok. Die definitiv nicht perfekt ist. Das gleich mal vorweggesetzt. Ich habe von Loks wenig Ahnung. Ich weiß, Züge sind doof. Lasst euch das von Lego nicht einreden. Züge sind lustig, die machen Spaß. Und sehen cool aus. Und vor allem, wenn es so ein riesen Oschi ist. Doppelt cool. Messen wir mal aus. Ich würde sagen, europäischer Durchschnitt. 63, 64 cm von Magnet zu Magnet. Ja. Und vorne die Lok hat so bis 37 und hier sind wir bei 26 cm. Coole Nummer. 11,5. Und
Breite 8,5. Geil. Söchen. Lassen wir sie mal fahren. Oder? Darum geht doch der ganze Spaß. Selbstverständlich, wie gesagt, eine Akkubox hier drin. Hier oben zeige ich euch gleich nochmal. Hier drückt man drauf, dann leuchtet sie blau. Dann gibt man hier auf On, dann verbinden die sich. Yay! Hier kommen zwei AAA-Batterien rein und die Party kennt keine Grenzen. Alle anderen Details komme ich gleich zu. Denn wenn sie mir jetzt entgleist und den Bildschirm runterkickt und die Kamera und alle sind tot, fange ich wieder von vorne an. Deswegen möchte ich das gleich machen. Das Thema ist nämlich, die hat einen bösen Zug. Die hat einen Antritt. Wie Teufel. Was mit der los ist? Vielleicht geht es mit der App besser und gefühlvoller. Ich stehe da nicht so drauf. Ich hätte gern eine Fernbedienung, bei der ich die Stufen einstellen kann. Weil es gibt hier nur Terror und Todesterror als die beiden Geschwindigkeitsstufen. Man kann einen Motor einzeln ansprechen oder beide gleichzeitig. Und das ist halt... Guckt es euch an. Ich halte mal ein bisschen die Schienen fest, weil ich sie natürlich auf dem glatten Tisch nicht irgendwie festgemacht habe. Also, ab dafür. Und ihr seht auch vielleicht, dass das Licht leuchtet vorne. Die Strahlen sind aber echt hell. Ah! Ich habe den nicht richtig draufgepackt. Ich alter Stümper. Der Rest jetzt? Ist gut. Oh, hinten auch nicht. Mich darfst du auch nicht allein was machen lassen, gell? Einmal um die Kurve rum. Fast gut. Ich war halt ein bisschen doof. Aber die Lok macht das und sie macht das einwandfrei. Thema ist halt, sie ist nach 4 cm Strecke auf Höchstgeschwindigkeit, was ich mir bei einer schweren Güterlok halt nicht richtig erklären kann. Da kommen hinten dran ja 800 Waggons, alle randvoll mit 50 Tonnen Kohle und dann gibt das Ding Vollgas innerhalb von 4 Metern. Ich mag da schon so ein gemütliches Losfahren. Das würde mir das irgendwie mehr... Und ich glaube auch nicht, die Magnete halten wie Teufel. Ich glaube aber auch nicht, dass das gesund ist, wenn da so ein Schub durch alles da durchgeht, so ein Ruck. Aber man müsste mal gucken. Aber dann würde ich auch wieder um die Räder ist so ein Gummi gelegt. Ich bin mir aber auch nicht sicher, was los ist, wenn mir hier 30 Waggons dranhängt mit dem Teil. Und ich denke, es wäre auch für die Zahnräder und das Getriebe und alles, das ist ja alles Plastik, das ist ja kein Modellbau. Wäre das doch mal schön, wenn es, glaube ich, ein bisschen geschmeidiger gehen würde und nicht halt gleich Volldampf, oder? Ich glaube es. Aber wir gucken uns das jetzt mal im Detail an. Ich bin froh, die Testrunde hat funktioniert, der ist sauber durchgelaufen, ich habe nichts abgeräumt. Ich habe hier mein Oval. Das Oval ist natürlich auch dabei. Habe ich vielleicht nicht erwähnt. Das Oval ist natürlich auch dabei. 8 Graden und dann die Kurven. Ich habe es schon geschafft, vorhin hier alles abzuräumen und das war sehr unglücklich und deswegen bin ich jetzt froh, dass es passt. Also, gucken wir uns das mal nacheinander an. Hier hinten, das können wir entkoppeln, da ist einfach nur so ein Pin drin. Und man kann natürlich auch dabei den halben Lift damit abreißen, wenn man doof ist, so wie ich, aber ist egal, hier ist einfach so ein halber Liftarm, der ist da dran und dann kommt da ein Pin durch. Und daran wird dann hier oben das befestigt und dann sind die glücklichen halt miteinander und ich habe es halt geschafft, jetzt alles abzureißen. Gut, ist ja egal. Ihr habt es ja gesehen. Wir haben ja glücklicherweise den Moment geschafft. So, wie das aus dem Lokomotivbau professionell kommt, kennt, habe ich zwei Gummiräder und da kann man die Lok drauf abstellen. Bisschen weiter zusammen. So, professionell. Kann nichts schief gehen. Nun, ist die auch frei? Ja, weil es bewegt sich ja schließlich. Jetzt kann ich das nochmal nehmen, euch nochmal zeigen. So. Ist vielleicht mal schöner, als wenn es hier wegsaust, dann seht ihr ja nichts. Soll ich vielleicht noch ein bisschen näher kommen, weil das professionell? Guck ich mal bis dahin. Ist lustig. Man kann immer mal, das hier sind nur halbe Liftarme, die auf halt auch nur noch einem halben noppenbreiten Achsenstück sitzen. Die sind dafür am ehesten verdächtig, mal abzufliegen. Aber eigentlich ist mir zumindest noch nicht passiert, in der Geschwindigkeit. Das ist aber nur Terrorgeschwindigkeit. Es gibt ja noch den Todesterror. Passt auf. Was bin Chinesen los? Was ist das denn? Terror? Todesterror. Ja, die fliegt euch doch von jeder Bahn. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung, wie viele Waggons man da dran machen muss, damit sich das irgendwie geschwindigkeitsmäßig einpendelt. Sensationell. Aber ich meine, es sieht cool aus, alles in Ordnung. Es ist nur komisch. Ich habe die hier auf A und B gelegt. Das sind A, B, C, D hier drüben. Könnt ihr natürlich machen, aber ist wie gesagt, also ein bisschen
ist völlig overpowered. Hier seht ihr das Licht. Kann ich das eigentlich auch an- und ausmachen? Nee, ich habe es, glaube ich, habe es ist auf Dauer gestellt. Das ist aber auf einem eigenen Port auf der Batteriebox. Warum kann ich das eigentlich da nicht an- und ausschalten? Das ist eine gute Frage. Ich muss mal checken, muss ich mal woanders machen, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Ihr könnt theoretisch natürlich auch beide Motoren auf einen Punkt setzen, obwohl das mit der Höhe ein bisschen eng wird. Aber dann habt ihr noch mehr Dampf die ganze Zeit. Also ich finde es ganz schön, dass es über ein Getriebe zusammenläuft. Das jetzt erstmal die Lok. Das Gestänge hier unten ist alles flatzipper und seht ihr, dass das hier ist ein durchgehender langer Liftarm bis hier vorne. Ein durchgehender langer Liftarm. Sehr cool, da sind alle fünf dran. Das sind natürlich die Antriebsräder hier und da und die drei da, dazwischen, die dusseln so fröhlich mit. Das hier vorne, ich habe jetzt die Lok, jetzt kann ich sie kaputt machen, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Ihr wisst jetzt genau, worum es geht. Das Ding hier vorne, guck mal, das baumelt hier schon so. Das ist nur an einer Soft-Axle festgemacht. Seht ihr das? Da unten ist ein Technik-Brick. Der gleiche Technik-Brick ist auch hier drin. Und daran ist es festgemacht. Und das eimert dann da vorne so fröhlich auf den Gleisen hin und her, auf der Schiene. Hui! In alle Richtungen. Ja, habe ich auch noch so nicht gebaut. Hier hinten, ich nehme es mal ab, weil ich hab die Angst, dass ich das runterschmeiße. Hier hinten ist es ein bisschen stabiler. Ich kippe es mal auf die Seite. Farbseuche kommt natürlich nicht vor. Brauche ich beim Mold King überhaupt nicht erwähnen. Hier seht ihr, dass das hier aber noch hier drunter geht. Das ist ein bisschen unglücklich in der Anleitung. Dieser Rahmen 4x4, den müsst ihr eigentlich am Ende wieder lösen, um das hier wieder drunter zu kriegen. Aber ist auch kein Problem. Und da sitzt es dran und das führt dann hier rum. Auch ganz easy. Funktioniert das auch wie die 1. Die Sachen habe ich alle zurechtgeschnitten. Die hier. Die waren wesentlich zu lang. Auch der hier vorne, der hier vorne läuft. Der war auch viel zu lang. Hat nicht geklappt. Hier sind die LEDs drin. Ihr seht ja das Licht. Wenn ich hier drauf drücke und gedrückt halte, geht's aus. Hervorragend. Fernbedienung kann ich eigentlich auch mal ausmachen. Das passt. Wir haben schöne Fliesen. Schaut euch mal die Fliesen an. Glitzern. Glibbern? Nein. Glimmern herum, glitzern, spiegeln. Alles super. Also auch hier am Tender entlang seht ihr das. Also da gibt's... Teilequalität beim Mold King. Ihr könnt immer mal, wenn ihr Pech habt, habt ihr mal eine Charge dabei, wo vielleicht eine Fliese ein bisschen matt ist oder so. Wenn euch das massiv belastet, dann ist das natürlich ein Thema. Aber hier einwandfrei. Super. Teilequalität, Passgenauigkeit sowieso überhaupt kein Thema. Ja, spitze. Das Gestängelchen hier unten zu bauen und auch die Verkleidung der Motoren oben, ist jetzt für, wenn da ab 8 steht, ein gewisses Thema. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber wir gucken uns mal ein paar Sachen an. Auch hier vorne, das hier ist gut festgemacht auf einer 2x2-Plate unten drunter. Das hier sind Hinges, die kann man einstellen, wie man sie möchte, damit es so aussieht, wie man mag. Man hat noch die Möglichkeit, das Dach abzunehmen. Das ist nur an hier hinten wieder abgegangen. Okay, dann könnt ihr nochmal, ich muss mal schauen, hochheben. Bei so einer Lok ist natürlich immer noch so ein Thema, wenn da Teile sind. Da seht ihr, kann man auch aufmachen, da Richtung da drin. Moment, Sekunde, seht ihr das? Jeder mit den dicksten Fingern versuchen, da wieder an die kleinsten Stellen zu kommen. Das sieht mir ähnlich. Man kann es auf jeden Fall aufmachen. Nochmal reingeschaut. Da, Glut. Richtig. Wir haben auch noch hier an der Seite eine nette Konstruktion. Das hier ist ein Fensterrahmen. Seht ihr, dass das Plate Modified hier oben mit Rail sind, oben und unten? Und dann wird dann dazwischen dieser Fensterrahmen einfach nur reingeschoben. Der ist theoretisch hier drin, leicht bewegt. Seht ihr, ich habe ihn gerade ein bisschen hin und her geschoben. Der wird da so reingesetzt, um diesen Rahmen zu geben. Finde ich, ist eine coole Idee. Was ihr habt hier zum Beispiel, ihr seht, das sind 1x1 Fliesen. Die sind matter als die Slopes. Das fällt, finde ich, auf, sobald starkes Licht drauf fällt. Nicht im normalen Betrieb, aber hier mit meinen Softboxen auf jeden Fall. Also wenn ihr da... Und das hier oben ist normales Perlgold. Also nichts Special. Und ich finde, auch bei der Anleitung, das sieht schon ziemlich nach Metallic aus, finde ich. Ich habe auch auf Metallic gehofft, muss ich sagen. Fand ich ein bisschen schade, weil das hier ist wirklich Flat Silver, das ist Pearl und das hier sieht sehr glänzend aus und das nicht. Finde ich ein bisschen. Hier vorne seht ihr, das ist ja auch immer so ein bisschen eine Geschmackssache, ob man sowas verbauen möchte. Ah, oder seht ihr nicht so gut, weil ich habe es da durchgetan. Ah, kriege ich das hier wieder ab? Ich glaube es nicht.
Habt ihr eine Chance, da was zu sehen? Das ist so klein, das sehe ich ja kaum selbst von hier. Da drin, ihr seht auf jeden Fall da die Kabel, da ist die LED drin. Und die verlegt ihr, wie gesagt, selbst dorthin. Das ist, glaube ich, nicht die weltbeste LED-Installation. Also weder von mir, noch das, was Mold King da vorschlägt, dass das dahin soll und was die einem da liefern als Material. Das ist alles okay, aber wie bei den Häusern bei der Beleuchtung. Panlos hat es im großen Hero Tower sehr schön gemacht, aber zum Beispiel in dem Bar-Coffeehouse-Ding, es ist halt einfach dabei. Und ihr könnt mal gucken, ob ihr Spaß damit habt. Jetzt zeige ich euch nochmal, ich nehme mal hier ein bisschen was ab und wir gucken mal rein ins ganze Elend. Ja, und schauen mal, was da so passiert. Was nehme ich denn am schlausten ab? Ich würde sagen, das Element hier. Das hier kann ich abnehmen. So, ja, da kommt hier noch ein bisschen dann Gerümpel natürlich mit runter. Wir haben sie angesehen, die Lok. Sie ist ja gefahren. Jetzt können wir sie, reifen mal weg, jetzt können wir sie ja ein bisschen schlachten. Das geht ja schon. Ich baue sie mir dann wieder für die Lokparty zusammen. Das geht. So, komm mal ab. Das hier ist so an verschiedenen Stellen miteinander verbunden. Teilweise löst sich es gerne, teilweise nicht. Das, was sich hier mitlöst, ist eine seitliche Planke, die nicht wahnsinnig gut abgesichert ist. Das sage ich gleich. Und da zeige ich euch auch gleich noch was dazu. So. Diese langen Einer-Plates, ne? Fokus wäre schön, diese langen Einer-Plates sind das Thema. Die sind vorne und hinten befestigt, hier drin. Und dazwischen können sie aber natürlich durchdrücken. Das hier ist nur die Verlängerung, dass der Knopf nach unten, dass man die Lok an- und ausmachen kann. Liegt da einfach nur drin und drückt unten auf diesen grünen Knopf von der Batteriebox. So, und das sind die Kabel. Deswegen meine ich, alles durch die Mitte. Ihr seht hier zwischen die kleinen LED-Kabel, drunter ist der Motor, da ist das Getriebe. Und hier fängt die Akkubox an. Hier seht ihr die zwei Anknüpfpunkte für die Motoren. Also die übereinander zu stapeln wird echt eng. Und hier seht ihr den Anknüpfpunkt für die LEDs. Hier sind die Kabel von LEDs, die kommen hier durch, gehen nach da, und dann hier unten drunter durch ist eine Lücke und dann hier vorne drin ist ein Loch, das ihr es durchstopfen könnt. Für einen Achtjährigen, glaube ich, eine gesamtsportliche Aufgabe. Cheers! Das schmeckt besser aus der Heldentasse. Gibt es dieses Wochenende bei mir im Laden wieder zu kaufen. Donnerstag, Freitag, Samstag habe ich nochmal offen dieses Jahr. Die drei letzten Tage dieses Jahr. Ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Soweit die Lok. Und der Motor ist hier vorne nochmal drin und nochmal Kabel und die werden nach hinten geführt. Also ich glaube, das könnt ihr euch dann denken. Aber das ist auf jeden Fall die Konstruktion. Ist tatsächlich stabil. Man kann es auch hier gut halten. Das geht. Hier seitlich kann man auch Druck ausüben. Das ist überhaupt kein Problem. Von oben ist eher das Thema, weil hier zwischen über den Motoren halt von unten nicht nochmal abgepuffert wird. Wäre vielleicht cool gewesen, hier unten drunter nochmal eine Reihe Plates zu setzen oder diese... Kobi hat die ja sehr gerne, das sind quasi die Baseplates, die es in schmal gibt, die man dann unten dran setzt, damit es nochmal nach unten ein bisschen abgepuffert wird. Das hätte mir gefallen. Oder halt einfach ein Kabelmanagement. Das wäre auch schön gewesen, ja? Wäre ich dabei. Lock. Jetzt haben wir noch Wägelchen dabei. So, das ist jetzt das, was ich vorhin abgerupft habe. Das ist dekomäßig einfach noch hier oben dazwischen, damit es hübsch aussieht. Das habe ich beim Loskoppeln abgerupft. So, da haben wir. Der ist matter als die Lok. Ich weiß nicht genau, was da los ist, aber aus irgendeinem Grund sind die Steine matter. Wir haben hier, die mag ich sehr, diese Türen. Kann man reingucken. Super. Und wir haben hier hinten, kann man einfach so aufmachen, genau. Ah, und hier ist die Sperre, dass man es nicht weiter aufmachen kann. Also hier, das kann man auf jeden Fall aufmachen. Kann man reingucken. Und da seht ihr drin auf so eine Schnecke, die keine Funktion hat, also die ist einfach nur draufgesetzt, das ist Flat Silver auf eine Rigid Hose gezerrt, ich nenne es mal wirklich gezerrt, ich habe es drauf gezerrt. Ich nehme an, hier kommt dann die ganze Kohle rein und dann wird es zur Lok gefördert. Würde ich jetzt mal professionell so sehen. Und hier drunter sind einfach nur, denke ich, Tanks. Da ist aber nichts los, also die sind nicht bespielbar in irgendeiner Form. Man sieht nur, dass es da ist, Lämpchen ist noch drauf und genau, da war eigentlich auch nichts zu machen. Jetzt kommt aber ein Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe bei Mold King. So sieht es von unten aus. Und seht ihr? Das sind die billigen Lego-Räder. Und das finde ich sehr schade. Das finde ich tatsächlich sehr schade, dass sie da auch den billigen Weg gehen. Und nicht gescheite Metallachsen nehmen mit richtigen Rädern, die viel leichter laufen, die viel schöner sind. Aber
Mold King macht ja im Gegensatz zu Kader zum Beispiel, also die stellen, benutzen sehr schöne Steine von Goldbricks, wunderbare Steine, aber sie nehmen alle Fehler von Lego mit. Was die, was Farbdesign angeht, ja auch von den Pins, die sind bei Mold King auch immer blau, die Dreierpins und die Achsen werden mit Sicherheit auch alle rot und gelb für die Modelle. Und das finde ich sehr schade, genauso wie sie hier die billigen Räder nehmen. Das würde Kader nicht machen. Kader würde die teure Variante, die besser ist, wählen. Kader nimmt ja auch die schwarzen Pins und machen das richtig. Die Konstruktion von Mold King ist besser als das, was Lego baut. Und Lego würde niemals so eine schöne Dampflok auf den Markt bringen. Das ist alles in Ordnung. Teilequalität, wie gesagt, auch okay. Hier, der ist mir zu matt. Ich weiß nicht, ob das eine andere ihr seht es auch, oder? Ja, hier seht ihr es. Der ist matter als die Lok und ich verstehe nicht genau, warum. Ist, also vielleicht, wie gesagt, unterschiedliche Chargen und quasi, das ist ja eine separate Tüte, die reingeworfen wird. Alles in Ordnung, der Bau macht auch Spaß, aber ich finde es schade, dass die Lego-Fehler mitgehen. Das finde ich ein bisschen bitter. Ihr könnt die natürlich direkt aus China bestellen. Ich verlinke euch bei Amazon mit Sicherheit auch ein Angebot, das günstiger sein wird. Ich habe es hier bei Bluebricks gekauft für 120 Euro, mit, also inklusive Mehrwertsteuer natürlich. Und das ist ein Bombendeal, ist keine Frage. Es sind 1500 Teile. Das wird Lego schon nicht für 120 Euro schaffen. Und dann haben wir noch dazu die Motorisierung, wir haben den Akku dazu und wir haben die LEDs. Lego 250 Euro aufwärts. Also deswegen ist es ein Bombendeal, falls ihr Lust habt auf das Design, falls euch so eine späte Dampflok irgendwie anmacht und ihr sagt, habe ich Bock drauf und ihr habt vielleicht Lust, die App zu benutzen, um diesen Motor abzuschwächen. Wenn diese Einschränkungen für euch laufen, dann ist das vielleicht eine Spitzenlok für euch. Oder ihr setzt einfach ein System eurer Wahl ein. Die Motoren könnt ihr ja wunderbar bei Technik einsetzen, ohne Probleme. Und könnt hier zum Beispiel dann auch andere Motoren reinsetzen, die vielleicht mit einer Steuerung gehen, die man regulieren kann. Ich erinnere mich da, es gab da ja mal Ideen, die Lego ja nur so halbherzig verfolgt. Es ist sehr schade. Es ist sehr schade. Ich glaube, bei Lego hätte sowas auch echtes Potenzial, wenn sie mal wieder würden. Man kann hier halt keine Mistfarben verstecken und man müsste halt mit diesem Control Plus leben, was ja auch die Pest ist. Aber deswegen, jetzt stehen wir hier mit. Aber hier bin ich jetzt echt nicht so, ich hätte die anders übersetzt auf jeden Fall. Einfach langsamer, einfach halbe Geschwindigkeit, Viertel der Geschwindigkeit hätte gelangt. Dann hätte man ein Viertel Terror gehabt und dann Halbterror oder ein Viertel Todesterror, wenn man Gas gegeben hätte mit beiden. Das hätte doch vollkommen gelangt. Vielleicht können ja auch findige Menschen unter euch ein bisschen an der Übersetzung arbeiten. Und dann klappt es ganz gut. So ist mir die Lok einfach viel zu schnell. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Ich finde, sie sieht cool aus. Und ich mag das mit diesem Gestänge, dass das auch so rumflitzt. Vor allem bei Todesterrorgeschwindigkeit. Das ist echt cool. Ich hoffe, euch gefällt es ja auch. Oder zumindest seid ihr jetzt informiert, falls ihr überlegt habt, ob ihr euch sie kauft. Jetzt habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Detaileindruck bekommen und könnt besser entscheiden, ob das was für euch ist. So ist es. Ich wünsche euch eine großartige Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächsten 3 Tage sehen im Laden. Das wäre eine sehr schöne Sache. Und genau, ansonsten habt eine gute Zeit und nette Leute um euch. Ganz wichtig. Bis bald.